Ja, hallo erstmal und herzlich willkommen bei Mike's Bonsai and More. Wie ihr seht, seht ihr erstmal nichts, beziehungsweise nicht viel. Aber ich wollte euch heute mal über einen Versuch berichten. Und zwar habe ich mir ein paar Baumsamen besorgt, aber alles nur just for fun. Keine Ahnung, ob es wirklich funktioniert oder nicht. Aber zum einen sind das die Samen vom riesen Mammutbaum. Aber wer jetzt denkt, dass man die einfach nur so einpflanzen kann, der täuscht sich. Das wäre ja auch viel zu einfach. Man muss die Samen erstmal stratifizieren. Das heißt, man muss ihnen Kälte zufügen. Die Mammutbaumsamen stehen unter einer gewissen Keimhemmung, wodurch in der Natur dafür gesorgt wird, dass der zum Herbst gereifte Samen nicht sofort loslegt und dann in der kalten Jahreszeit nicht mehr viel Freude hat. Normalerweise wird die Keimhemmung durch Winterkälte abgebaut, aber das ist ja bei uns gerade nicht so der Fall. Und deshalb muss man sich da behelfen, und zwar mit dem Kühlschrank. Der wird diese Aufgabe jetzt für mich übernehmen. Und ich habe den Kühlschrank. Also die Temperatur soll so unter 5 Grad irgendwo liegen. Ich habe den Kühlschrank auf 2 bis 3 Grad runtergekühlt. Mehr wollte ich nicht, denn sonst wird mir die Butter zu hart. Ja, und dort werden sie dann so circa 2 bis 3 Wochen bleiben. Und danach kommen sie dann in eine Aufzuchterde, in einem kleinen Gewächshaus, was ich bei Zimmertemperatur in der Fensterbank platzieren werde. Aber dazu werdet ihr im nächsten Video dann mehr erfahren. Und als zweites habe ich mir die Samen der Pinus roxburghii, der Himalaya-Kiefer, besorgt. Bei denen ist es so ähnlich. Die brauchen genauso den Kälteeinfluss, um die Keimung anzuregen. Und doch hierbei sollte man sie wie der Verkäufer mir berichtet hat, in feuchtem Sand vergraben, einpflanzen, wie auch immer. Und in einem kleinen Behältnis. Und das habe ich dann genauso wie die Samen vom anderen Bäumchen in den Kühlschrank gestellt. Dort wird es jetzt auch 2-3 Wochen bleiben. Und dann wollen wir mal schauen. Ich bin echt gespannt, ob da überhaupt irgendwas dann zum Vorschein kommt. Ja, davon wollte ich euch mal berichten. Und wer wissen will, wie es weitergeht, der lässt am besten ein Abo da, falls noch nicht geschehen. Und auch über einen Daumen nach oben würde ich mich natürlich freuen. Ich werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, wie es damit weitergeht. Es bleibt spannend. Ich sage dann mal ciao, ciao und bringe die Samen wieder in die Kühlung. Bis bald. Tschüss.